Johannes Scherer ist der FFH-Mittwochsmotzer. Sind Sie gerade in Ihrer Wohnung? Wenn ja, riechen Sie doch mal. Wie riecht's in Ihrer Wohnung? Also bei mir riecht's nach Wohnung. Ja, oder schlimmstenfalls nach mir. Und ich finde, das ist immer noch tausendmal besser, als wenn es nach Raumdüften riecht. Raumdüfte sind eine Nasenseuche und es gibt kein Entkommen. Besuchst du die Nicole mal von gegenüber, da treibt dir aus der Designerschale aus tibetanischem Hartholz auf dem Schuhschrank gleich eine Patchouli-Wolke entgegen, dass dir die Augen tränen. Und während du gleichzeitig mit Niese und Brechreiz zu kämpfen hast, hält dir die Nicole einen lauen Vortrag darüber, wie Düfte einzigartige Raumerlebnisse gestalten. Diese ganze Stinkestäbchen, Müffelkerze, Aromadiffuser fallen für mich unter die UNO-Chemiewaffe-Konvention. Freunde, es gibt inzwischen Mülleimer-Deos und Kühlschrank-Deos. Im Ernst, warum geht keine Sau gegen das Zeug mit Plakaten auf die Straße? Warum gibt's auf der Packung keinen Warnhinweis? Lemongrass und Vanilla Blossom führen zu Naseblute und Appetitlosigkeit. Bei mir zumindest. Der einzige Raumduft, mit dem ich arbeite, ist auf dem Klo ein Streichholz abzufackeln, wenn ich irgendwo auf Besuch bin. Hör mir auf mit Raumdüften. Also ich wundere mich selbst, dass ich da so ruhig bleiben kann. Guten Morgen Hessen mit FFH-Mittwochsmotzer Johannes Scherer bei Hitradio FFH.